Willkommen zu Teil 2 der Fräslade. So sieht das gute Teil mittlerweile fertig aus. Ist erprobt, es funktioniert. Also habt Spaß. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, jetzt bauen wir mal zwischendurch die Schraubzwinge auseinander. Also ich mache jetzt hier oben diesen Kopf ab und setze den genau auf der anderen Seite, allerdings dann verkehrt rum, dass der also nach außen zeigt, hier drauf, und schraube das Ganze wieder fest. Dadurch haben wir jetzt Folgendes, und zwar keine Schraubzwinge, die zwingt, die zumacht, sondern eine, die auseinander drückt. Und zwar möchte ich die hier oben, ich habe jetzt, mach einfach mal diese roten Dinge ab, die brauchen wir nicht. Und zwar möchte ich das hier oben hinmachen. Ich versuche das mal so, das zu zeigen. Und zwar, wenn man hier drückt, damit das Ganze ausgefahren wird, damit das einklemmt. Und wenn wir es nicht mehr brauchen, schieben wir es zusammen. Und dafür habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Ich habe jetzt hier ein Holz, was in der Stärke von der Zwinge ist. Das muss noch abgeschnitten werden, hat aber jetzt dieselbe Höhe. Und da legen wir jetzt mal probeweise die Schraubzwinge drauf. Und zwar hat die Schraubzwinge hier den Lösegriff. Also das heißt, ich kann jetzt hiermit das auseinanderschieben, aber ich muss hier drauf drücken, um das wieder einfahren zu können. Das heißt also, dieses Teil, das was hier oben ist, ich sag mal das jetzt hier, das muss außen rausstehen. Und deshalb hatte ich mir jetzt eigentlich gedacht, ich zeichne mir das hier mal an, wie die Schraubzwinge hier aufliegt. So, das hier. Und das schneide ich jetzt mal weg, damit wir die Schraubzwinge da hineinlegen können, damit die einen gewissen Halt hat. Fast hätte ich es noch vergessen. Also dieses Teil hier vorne, das muss ich hier mit ausschneiden. Und zwar bis dahin. Und diese Kante hier unten, die verlängere ich jetzt einfach mal bis darüber. Wie gesagt, das ist sowieso zu lang. Ich muss das irgendwo hier, muss ich das nachher kürzen. Aber diese Ecke hier, das hier und das hier, das schneide ich jetzt mal an der Bandsäge raus. So sieht jetzt das Holz aus. Hier kommt jetzt eigentlich die Klemme drauf, aber dieses Metall hier, das muss ich jetzt in der Mitte noch, ich zeichne mir das mal an, das stört, das geht ja nicht runter. So, und jetzt muss ich diese dazwischen, das hier, das muss ich wegschneiden, das hier, das mache ich mit der Japansäge. Das kommt jetzt hier dran, das ist der Klotz, der nachher hier hinten senkrecht das gegen den Gegendruck aushält. Das lege ich mal hier hin. Jetzt haben aber diese Zwingen hier, die haben hier eine Verdickung. Kann man das sehen? Die sind hier halbrund. Und das zeichne ich mir jetzt an. Das muss ich hier drin ein bisschen vertiefen, ein bisschen einschleifen oder einsägen. Da muss ich mal sehen, wie ich das noch mache. Da ich jetzt hier drin nur 2 oder 3 mm tief muss, versuche ich das hier an der Schleifmaschine hier einfach reinzuschleifen. So, die Vertiefung ist ein bisschen groß geworden, aber das passt. Super. Also das liegt jetzt hier auch ganz eng an. Und dann muss ich natürlich nachher später hier auf der Außenseite, hier bei dem Holz, was noch hier außen drauf kommt, da muss ich eigentlich genau das Gleiche noch machen. Jetzt habe ich das Metall hier ganz nach vorne durchgeschoben. Das ist der Endklotz, der kommt hier hinten dran. Und da zeichne ich einfach ein, wo das Ganze
ausgesägt werden muss. Und das klemmen wir einfach jetzt mal hier hinten mit dran. Das gibt den Anschluss. Und hier oben drin läuft dann das Metall. Das schneide ich nachher noch ab. Das ist im Moment zu lang. Aber ich will erstmal abwarten, wie die genaue Lage ist. So, das läuft da prima hin und her. Das hier schraube ich jetzt von der Rückseite fest. Mache ich mir nur erstmal einen kleinen Halt dran. Jetzt habe ich mir hier diesen 8 cm hohen und 2,5 cm breiten Klotz geschnitten, in derselben Stärke wie hier am Rand das Stück. Der soll jetzt hier hinkommen, abschließend mit dieser Kante. Das zeichne ich mir jetzt mal hier an. Da muss ich da unten das abschneiden. So, und das schneiden wir einfach mal da ab. Der Klotz kommt dann hier so hin. Ich habe das jetzt mal mit einer Klemme noch zusätzlich festgemacht. Jetzt bauen wir hier diese Klemme wieder aus. Und da bohre ich jetzt hier zwei Löcher rein. Das Ganze soll nachher hier mit zwei Schrauben hier oben miteinander verbunden werden. Dann habe ich jetzt hier so ein Winkelgetriebe, was auf den Akkuschrauber aufgeschraubt wird, und damit werde ich die Schrauben da reindrehen. Dann habe ich mir jetzt nochmal ein 8x 11,5 cm großes Brettchen. Das sind übrigens 8 mm. Dieses Stück Holz hat 12 mm, sodass ich auf 20 mm komme. Genauso dick wie dieses Teil hier vorne, beziehungsweise das. Das heißt, das schließt hiermit, gibt das eine gleichmäßige Kante. So, jetzt habe ich mir natürlich nur überlegt, das ist ja gut und schön mit dem Rausdrücken, aber das könnte ja hier so... Nicht, dass mir das an der Seite hier so rausgeht. Ich brauche natürlich hier unten die Kante, um das Holz anzulegen. Deshalb habe ich mir überlegt, ich schneide dieses Holz. Sagen wir mal, hier oben muss ich es etwas freilassen. Hier habe ich diese Schraube. Das heißt, hier oben muss ich das so weit und bis hierhin offen lassen. So, dann werde ich hier in einer Höhe von, was sagen wir mal, 3 cm, werde ich das Ganze stehen lassen. Das heißt, ich werde hier unten diese Kante, und unten hier werde ich das wegschneiden, diese Ecke, sodass dieses Teil hier, ich zeige das mal, dass das hier, das werde ich anschließend noch hier ausschneiden, dass das schön darüber geht als so eine Art Führung. Also das mache ich jetzt mit der Stichsäge, säge ich mir das da mal unten raus. Das hatte ich natürlich vorher noch mal schön mit dem Winkel gerade angezeichnet, damit das auch richtig schön gut aussieht. So, und jetzt machen wir einfach hier einfach mal Striche dran. So. Und das müssen wir jetzt rausfräsen. Natürlich nicht fräsen, weil dafür ist hier genau diese Fräslade, damit wir uns nicht mit so kleinen Stücken die Finger kaputt machen. Also, ich muss jetzt 8 mm tief das Ganze hier ausschneiden an der Tischkreissäge. Einfach das Holz hier annehmen und dann die Höhe. Und ja, so, dann passt das ganz genau. Und dann würde ich sagen, schneiden wir das hier einfach mal ein. Bauen wir das mal kurz schnell wieder zusammen. Das Holz soll hier vorkommen. Ja. Das scheint doch schon. Und so. Das ist hier vorne ein paar Millimeter zu lang, aber das kann ich noch abschneiden.
Und so soll das Ganze dann jetzt auch funktionieren. Ich versuche es mal zu zeigen. Wie gesagt, das hier ist ja eigentlich nur gedacht, um so ein Holz, was ich da einspanne, was jetzt hier zwischen ist, um das nochmal, um nochmal einen zusätzlichen, sagt man so schön, Kick zu bekommen. Also dass noch ein paar Millimeter, einfach nur ein paar Millimeter, das zusammengedrückt wird. So, damit ist das Ganze dann fest. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern. Ich habe ja gesagt, dass hier eine Rundung heraussteht. Die muss ich natürlich an diesem Holz auch wegschleifen. Und das machen wir wieder am Spindelschleifer. Sehr schön. Jetzt muss ich diese Platten ja hier, das muss ich ja alles mit dem hinteren Teil verbinden. Aber wie gesagt, das Problem ist ja wieder mal, dass hier unten die Fräse reinkommen könnte. Deshalb nehmen wir wieder 6 mm Holzdübel. So, ich mache das hier mal alles aufeinander. Die bohre ich jetzt hier durch. Da bohre ich hier unten, ich glaube, 2 Stück müssten eigentlich reichen. Im oberen Bereich werde ich wahrscheinlich Schrauben benutzen, weil das Ganze dann doch etwas stabiler ist. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die unteren komplett verleime. Ich denke mal, das Innenleben ja, aber dass ich diese Platte hier nur einfach aufstecke und durch die Schraube, die ich dann hier oben reinmache, müsste das Ganze eigentlich halten. Damit, wenn ich mal an die Zwinge, aus welchen Gründen noch immer mal dran muss, dass ich das abmachen kann und die dann hier rausholen kann. So, bohren wir mal munter ein paar Löschelchen. Füllen wir einfach mal die untersten Löcher mit Leim und machen die Dübel rein. So, dann machen wir hier ein bisschen Leim drumherum. Und dann noch die Schrauben. Hier in dem Bereich müssten wir ohne Ärger bohren können. Und wahrscheinlich hier nochmal. Das hier müssten so mindestens 2 cm sein. Ich denke mal, in dem Bereich bis dahin kann man noch bohren. Da werde ich mit dem Fräser nicht hinkommen. Kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Also zu einer... Das ist jetzt noch ein Prototyp und da sind natürlich kleinere Verbesserungsmöglichkeiten noch drin. Und zwar habe ich hier folgendes Problem. Ist einfach, wenn ich das einspanne und hier festziehe, zieht sich dieses Teil schräg. Das heißt, die Hebelkraftwirkung, die ist eigentlich nicht ganz richtig. Ich denke mal, dass ich dieses Teil einfach tiefer setzen muss. Wie gesagt, so, dass hier unten noch 2 cm übrig bleiben wegen dem Fräser. Das ist hier 4 cm. Also könnte ich das Ganze 2 cm tiefer setzen. Ich hoffe, dass das etwas bringt. Jetzt muss ich natürlich auch noch ein Geständnis machen. Und zwar das hier mit diesem Metallstift ist gut und schön, aber ich bekomme das nicht stark genug zugedreht. Ich habe jetzt gerade eine kleine Probe gemacht. Also vorgesehen ist ja jetzt, wie gesagt, hier zum Beispiel so ein Holz. Das wird dann einfach dazwischen geklemmt, hier angedreht. Und damit es zusätzlich Spannung bekommt, hier von der Seite einfach rangedrückt. Und dann ist das hier bombenfest, das kann nicht mehr verrutschen. Jetzt geht natürlich meine Frage an euch da draußen. Habt ihr vielleicht noch eine Idee, was man ändern könnte? Wie gesagt, das Problem für mich ist eigentlich, dass hier unten eventuell der Fräser reinhauen könnte, obwohl dieses Holz hier unten drunter ja 8 mm dick ist. Also das heißt, selbst wenn ich diesen Metallbereich hier in irgendeiner Art und Weise weiter runtersetzen würde,
dürfte eigentlich der Fräser, also 8 mm auf einmal wird er mir wahrscheinlich nicht weghauen. Gefährlich ist es eventuell trotzdem. Ich bin mir da einfach nicht sicher. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Schreibt das doch bitte mal unten in die Kommentare. Dann können wir das Ding gemeinsam verbessern. Baut es euch von mir aus auch gerne nach und probiert es selber aus. Ich würde mich freuen über Rückmeldungen, die ihr gerne schreiben könnt. Machen wir nochmal einen kleinen Test. Und zwar habe ich hier so ein Stück 4x4,5 cm, ist das groß und 20 mm dick. Und jetzt stellt euch vor, ihr müsstet das hier abfräsen und das dann auf allen vier Seiten. Also da sind die Finger ganz schön in Gefahr. Spannen wir das Teil mal ein. So, und fräsen das Ganze damit mal ab. So sieht das Ganze aus und das ohne Gefahr für irgendwelche Finger oder sonstiges. Ich denke, das Ergebnis spricht doch für sich. Ja, liebe Zuschauer, für heute soll es das erstmal wieder gewesen sein. Bald ist ja schon wieder Weihnachten. Natürlich dürft ihr das Teil gerne auf, wie sagt man so schön, auf eure eigene Verantwortung nachbauen. Ich finde, es ist immer wichtig, für die Sicherheit zu sorgen. Gerade das schreiben mir auch immer wieder meine Zuschauer unten in die Kommentare. Übrigens, vielen Dank für die Kommentare. Und noch ein kleiner Hinweis. Alle Materialien bzw. Werkzeuge oder ein großer Teil davon, die ich hier benutze, findet ihr unten in der Beschreibung. In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest. Wir sehen uns spätestens im neuen Jahr. Bis dann. Gruß, euer Jürgen.